Ja, da geht's schon wieder los. Einer hat sich hier irgendwie eingesperrt. Der ist fast verhungert. Starvation. Der ist jetzt hier oben am Futtern. Also alles gut. Der andere ist Bad Beyond Reach. Im Moment noch alles in Ordnung. Der hat sich hier irgendwie hingestellt, hat hier unten alles abgebaut. Und dann sind die Kollegen gekommen, haben noch mehr abgebaut. Und jetzt steht er hier auf dieser Säule und kommt da nicht mehr runter. Hallo und herzlich willkommen zu Oxygen Not Included. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und hier läuft immer noch alles nach Plan. Sieht alles ganz gut aus. Ich bin hier eigentlich hauptsächlich am Ausbauen. In der Base ist gar nicht mal so viel los im Moment. Wir haben genug zu essen, wir haben genug Algen, wir haben genug Slime, wir haben Unmengen an Kohle. Trotzdem wir hier, also das sind Consumable Ores und das ist hauptsächlich Kohle. Bleachstone haben wir auch noch. Da habe ich herausgefunden, dass dieses Bleachstone, wenn man das abbaut, dann gibt es Chlorin ab. Das sollte man also nur abbauen, wenn man das dann auch wirklich direkt stort. Ich habe jetzt extra so eine Storage nur für Bleachstone festgelegt. Wo ist das? Irgendwo hier? Genau, das ist meine Bleachstone Storage. Ich habe das mal da unten hingestellt, weil ich mir anfangs nicht sicher war, ob das vielleicht auch in diesen Boxen dann ausdampft. Aber das tut es scheinbar nicht. Wir haben jetzt 500 Kilo da drin und wir sehen hier keinen Effekt oder so. Da wird kein Chlorin erzeugt. Das ist alles das, was hier sowieso unten schwebt. Chlorinwolken überall. Also unsere Gassituation ist ziemlich mies hier unten. Also hier auf jeden Fall ist alles voller Chlorin. Das hier unten ist alles CO2. Da ist der Air Scrubber, der das CO2 so ein bisschen entfernt. Und den habe ich wieder abgestellt. Den brauchen wir im Moment gar nicht. Das ist auch alles voller CO2. Oh, was ist das denn? Das ist scheinbar besonders dichtes CO2 verdichtet? Keine Ahnung. Ich habe sowas noch nie gesehen. Verrückte Farbe. Kann man definitiv nicht atmen, denke ich mal. Sieht ziemlich dunkelrot aus. Ja, und ich habe ganz viel hier in diese Richtung rausgebaut. Ihr seht das schon. Da geht es ziemlich ab. Hier waren überall Algen, die habe ich alle eingesammelt. Und ja, hier sifft wieder überall Wasser runter. Das müssen wir alles wegwischen. Tut mir immer leid, wenn ich Wasser wegwischen muss. Super kostbare Ressource. Aber diese kleinen Mengen, denen kann man einfach nichts machen. Das muss alles weg. So, das machen wir jetzt hoffentlich gleich. Stresslevel ist so mittelmäßig. Mima, könnten wir mal auf den Tisch schicken. Wo ist der Tisch? Mima. So, wo ist Mima? Das sind schon so viele, dass ich die immer gar nicht finde. Mima? Wo bist du? Da ist sie. So. Also wir haben Unmengen an Essen. Keine Ahnung, wieso wir so viel Essen haben. Obwohl wir 18 Leute haben, die eigentlich futtern sollten. Die Kühlanlage funktioniert auch super gut. Das Komische ist, dass hier trotz der Kühlanlage das immer wieder viel zu warm wird. Also hier haben wir jetzt 31 Grad. Total komisch. Also hauptsächlich, hier ist ja eigentlich nichts, was irgendwie Hitze abgibt. Trotzdem ist es hier eine der heißesten Stellen in der ganzen Umgebung, außer natürlich hier, wo dann doch ein paar Maschinen stehen oder standen. Hier standen ja die beiden Distiller, die haben ziemlich viel Hitze abgegeben. Also verstehe ich nicht so ganz. Hier haben wir es halt auch wieder heiß, ich denke mal wegen den Geräten. Und hier haben wir auch so ein riesen Hitzeproblem. Ich weiß nicht, ob das wegen den beiden Geräten ist. Hier habe ich auch so ein Gas Vent. Müssen wir bald mal wieder anstellen. Ich habe da so ein bisschen umgebaut. Eigentlich können wir das mal direkt anstellen, dann zeige ich euch das direkt nochmal. Hier oben haben wir wieder genug Hydrogen, das Ding stellen wir auch an, damit wir gleich genug Energie haben, um die Kühlanlage zu betreiben. Das ist nämlich ziemlich aufwendig. Lassen wir mal schneller laufen. Ich habe hier so eine Verrohrung gemacht vom einen Thermoregulator rüber zum nächsten. Also hier die Pumpe, Thermoregulator, geht wieder raus, geht in den nächsten rein und dann da wieder raus, runter in unsere Gas Vents, die drei Stück. Und das habe ich gemacht, weil die Lufttemperatur hier drin ziemlich hoch ist. Oh, da ist jetzt auch überall Hydrogen. Das ist überhaupt nicht cool. Gar nicht gut. Da müssen wir mal schnell was machen. Bauen wir hier mal so ein paar Tiles ein. Gas-permeable Tiles. Vielleicht hier und hier und da und hier oben noch eine. So, damit es da überall durchgeht und nicht so hier unter diesen Decken hängen bleibt. Das ist überhaupt nicht schön, weil wir pumpen das ja runter. Wir wollen kein Hydrogen nach unten pumpen. Das ist ja kontraproduktiv. Wir wollen das da oben zum Verheizen. So, und wenn wir jetzt gucken, dann sehen wir, hier geht dieses Zeug durch. Das hat. So, jetzt müssen wir das erstmal finden. 38 Grad, ganz unten. Es wechselt immer zwischen Hydrogen und Contaminated Oxygen.
Hat er so ungefähr 40 Grad. Wenn es hier wieder rauskommt, dann hat es nur noch 25 Grad. 20 Grad, 25, 26, also das wechselt immer so ein bisschen. Dann geht es hier rein und kommt hier wieder raus und dann hat es nur noch 11 Grad, 12 Grad. Das wird halt immer wärmer, weil sich die Umgebung immer weiter aufheizt. Die geben ja viel Wärme ab. Jetzt hatten wir gerade 8 Grad, also ziemlich cool. Und das kommt halt hier unten dann an, da hat es noch ein bisschen an Wärme gewonnen natürlich, weil der Weg so lang ist. Aber wir sind immer noch bei 11 Grad hier. Super cool. Thermometer anschmeißen, dann sehen wir schon, dass es hier gleich deutlich kühler wird. Gerade hier, da haben wir so ein paar blaue Abschnitte, also eiskalt, super cool, chilled. Hier so dieses blaue Chilled kriegt man manchmal, da hatten wir es gerade wieder. Und das kühlt es eigentlich ziemlich gut und schnell runter. Ist aber auch super teuer hier, die zu unterhalten, was halt einfach so viel Energie kostet. So, wir haben jetzt zwei Kohlegeneratoren laufen, den Hydrogen Generator. Energie geht runter, obwohl hier noch drei Leute in den Rädern stehen, vier. Mal sehen. Okay, jetzt geht's wieder ein bisschen hoch. Also wir haben die Kapazität, um das hier laufen zu lassen. Aber dann müssen alle vier Leute in den Rädern, in den Hamsterrädern laufen. So. Choose Duplicant. Was haben wir denn hier? Ich habe jetzt schon diverse abgelehnt. Ich nehme jetzt nur noch richtig gute. Wir brauchen eigentlich nicht mehr. 18 ist schon ziemlich viel. Die brauchen alle nur Sauerstoff. Das ist nicht gut. Stärke ist schön. Aber ansonsten kann der halt nichts. Das ist ziemlich hoch, 15. Minus 25 ist super schön, aber die kann halt auch gar nichts und futtert viel. Und die hier ist langsam und kann auch nicht wirklich was. Creativity. Nö, nehmen wir nicht. Das sind keine wirklich tollen. Und hier drüben hatten wir mal Probleme mit der Krankheit. Ich habe hier schon die nächste Pumpe aufgebaut. Wenn wir wieder Wasser brauchen. Ich kann euch mal wieder die Verrohrung zeigen. Das geht hier jetzt komplett rüber bis dahin. Und da wird es dann wieder reingepumpt. Hier oben läuft im Moment diese Pumpe. Das ist unsere Wasserversorgung. Unser Wasserbecken hier unten sieht nicht wirklich gut aus. Aber es füllt sich langsam. Also solange die Pumpen permanent laufen, füllt sich das. Das sieht eigentlich ganz schön aus. So dauert halt ein bisschen, bis sich das wieder auffüllt. Wir hatten ja zeitweise überhaupt kein Wasser mehr. Hier unten haben wir ja eine eigene Pumpe. Die steht hier, die hat kein Wasser mehr. Das ist nicht gut. Da muss ich mich also drum kümmern. Genau, hier ist noch was in der Leitung. Aber da muss ich mich definitiv drum kümmern. Damit hier die Airscrubber und so weiter wieder anlaufen. Da muss ich dann runterbohren. Müssen wir hier Wasser holen. Also, wir expandieren ohne Ende. Permanent. Und hier oben in dem Bereich hatten wir Probleme mit dieser Krankheit. Trench Stench heißt die. Und gucken wir mal nach. Genau, Contaminated Oxygen. Also ich vermute, dass das einfach von dem Contaminated Oxygen kommt und weil das hier alles so krass kontaminiert ist, werden die da teilweise doch krank, wenn sie sich zu lange da drin aufhalten. Also in diesem Maße kontaminiert ist nicht gut. Das heißt, wir müssen da mal irgendwas aufstellen. Vielleicht so ein paar Luftfilter. Eher Deodorizer. Stellen wir mal hier einen mit hin. Und da unten. So, da hätte ich ihn gerne. Das war wieder ein Lag. So, die werden nicht viel ändern, aber wenigstens ein bisschen was. Und dann, die hat, glaube ich, eine Krankheit hier. Genau, die hat so diesen Fiebereffekt. The Spores. Okay, die hat irgendeine Pilzkrankheit. Oh, das ist nicht gut. Die werden im Moment alle so ein bisschen krank, wie es aussieht. Wir können mal so ein paar von diesen Placebo-Pills herstellen. Die kosten leider ziemlich viel. Ziemlich viel Wasser. Was ich auch festgestellt habe, dieser Microbe-Mascher, der speichert hier 2600 Kilogramm Wasser, also 2,5 Tonnen. Ich denke mal, das ist so ein volles Wasserbecken hier. Ich kann mir nicht ganz erklären, was das soll, warum die das machen. Ich habe irgendwann mal bemerkt, dass hier meine halbe Crew dabei war, Wasser darüber zu tragen, ohne Ende, permanent. Und dann habe ich geguckt und habe gesehen, ja, ein bisschen viel Wasser eigentlich, brauchen wir nicht unbedingt so viel. Und ich denke mal, das ist ein Bug. Ich kann es mir im Moment nicht erklären. So, was habe ich jetzt angewählt? Das Falsche. Das da. Genau. Also ich kann es mir im Moment nicht erklären, warum da so viel Wasser drin gespeichert wird. Das ist ein bisschen ungünstig, weil die machen hier unseren Wasserspeicher wirklich leer und kippen das alles in diesen Microbe-Mascher rein. Weiß nicht warum. Na gut, wie auch immer. Wir können sie mal wieder ernten lassen. Ich bin ganz gerne über den 100.000 Kalorien.
Dann haben wir auf jeden Fall, sind wir auf der sicheren Seite. Machen wir mal hier die Pumpe wieder aus. Die braucht zu viel Energie. Disable. So, Temperaturcheck. Hier haben wir jetzt 24 Grad. Hier haben wir immer noch 35 Grad. Und hier haben wir 29 Grad. Also man muss das Ding fast durchlaufen lassen. Die Temperaturen sind auch so ein bisschen problematisch gerade. Ich weiß nicht so recht, warum. Hier sieht es wieder gut aus. Hier ist eigentlich nichts, was Wärme abgibt. Pflanzen geben doch keine Wärme ab. Na gut, müssen wir halt einfach im Auge behalten. Und hier oben wird es jetzt immer wärmer. Das sind definitiv diese Thermoregulators, die diese Hitze hier erzeugen. Und natürlich die Generatoren. Na gut. Schauen wir mal, wie es sich weiterentwickelt. Mein Plan ist jetzt eigentlich. Ja, wir brauchen wieder Algen. Wir haben kaum Algen. Das heißt, wir werden hier die Algen rausbaggern. Obwohl da Chlorin ist. Die Algen rausbaggern. Da oben müssten wir dann irgendwann hin. Aber das ist dann eher was für die ferne Zukunft. Das hier unten ist sowas, was ich jetzt demnächst angehen möchte. Da sind drei Vorkommen ziemlich nah beieinander. Hier sind noch Reste, die wir noch nicht rausgeholt haben. Genau, dass die immer schön durchlaufen, unsere Algensachen. Und als allererstes werde ich mich hier wieder um die Wasserversorgung kümmern. Und die beiden Puffs hier, weiß ich nicht so recht, was wir mit denen machen. Ich will die nicht einsperren, weil das eigentlich immer schief geht. Wir könnten die hier unten einsperren, dann würden die hier unten vielleicht für uns immer Slime erzeugen. Wir könnten das mal versuchen. Da muss ich nur ein Auge drauf haben, wie sich hier unten die Luft entwickelt. Vielleicht machen wir hier eine Tür rein und sperren die dann einfach da unten ein. Wir können das mal versuchen. Das ist keine langfristige Lösung. Ich muss das langfristig alles hier verbinden. Sonst haben wir hier unten wieder so eine Kammer voller CO2 und Chlorin und so, die nicht bearbeitet wird. Gut, eine Chlorinkammer wäre kein Ding, aber das CO2 müssen wir natürlich irgendwie bearbeiten. Das darf sich nicht sammeln, weil sonst haben wir irgendwann so viele Gase hier unten, dass wir da nicht mehr reinkommen. So, machen wir mal eine Manual. Kann auch eine Mechanized eigentlich machen. Wir haben ja Energie. Machen wir das Ding hier rein. So. Dann braucht das noch Strom. Und dann machen wir das hier alles dicht. Es fängt immer ziemlich schnell an zu laggen, das Game. Je länger es läuft, desto schlimmer. Also Neustart hilft immer. Und dann machen wir hier einfach zu. So. Genau, dann sollten die Paths hier nicht rauskommen. Was die dann genau machen, müssen wir sehen. Ich vermute, dass die sich dann hier oben sammeln und wenn da sich Hydrogen sammeln sollte, was ich jetzt mal nicht hoffe, wir haben ja kein Hydrogen. Das wäre wieder lebensgefährlich für die Paths. Aber sieht nicht so aus, als hätten wir das, also machen wir das jetzt mal so. Das sieht eigentlich ganz, ganz nett aus. Mal gucken, was sie treiben. Dann werde ich das jetzt alles ausbaggern, die Pumpe dann nach unten verlegen und dann schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Hier weiß ich auch nicht genau, was die machen. Die machen manchmal so komische Sachen und schleppen die ganze Zeit so Clay und so hin und her. Das habe ich auch schon öfter gehabt. Ich bin mir nicht sicher, was die da genau machen. Die haben im Moment. Oh. Die haben alle möglichen Krankheiten gerade. Smelt, putrid, odor. Also irgendwas stinkt hier. Okay. Vielleicht der Fertilizer? Schwer zu sagen. Ich weiß nicht, was da stinkt. Also es gibt einige, die irgendwie krank sind. Da müssen wir uns so ein bisschen drum kümmern. Ansonsten Stresslevel sieht eigentlich ganz in Ordnung aus. Und ich weiß nicht, ob sie die Pillen jetzt genommen haben. Da sind welche. Herbal Remedy. Okay, die wird wohl nicht gebraucht, denke ich mal. Okay. Ich hatte hier zwischendrin mal kurz so eine Meldung. Trench Stench. Also irgendwer war dann wieder krank, aber. Wie sieht es denn hier mit der Dusche und so aus? Läuft alles. Die duschen sehr fleißig. Also die Dusche ist praktisch durchgehend belegt. Ja, läuft alles perfekt. Das geht hier irgendwie im Kreis, das Wasser. Wie auch immer. Hauptsache, es funktioniert. Sieht gut aus. Also die untere Toilette wird auch benutzt. Sehr schön. Wir haben doch eigentlich hier auch den Dünger mit drin, oder? Fertilizer können wir mal machen. Vielleicht stinkt der irgendwie so ein bisschen, weil die sich ständig beschweren, dass irgendwas stinken würde. Und ich weiß nicht so recht, was hier stinkt. Dann dürfen wir wieder wählen. Athletics ist ziemlich gut. Mouthbreather ist nicht so toll. Expectations, naja. Könnte man nehmen. Aber nicht wirklich toll. Kann nicht graben.
Also ich will Athletics und Graben möglichst. Und kein Mouthbreather. Nee, brauchen wir nicht. Wir haben noch 18. So, hier drüben ist jetzt ein bisschen ruhiger geworden. Wasserversorgung steht aber, glaube ich, noch. Ja, ein bisschen was haben wir noch. Und jetzt geht's dann daran, hier unten, ist schon ganz schön ein Stück, das hier weiter zu bauen. Die sind im Moment so ein bisschen beschäftigt. Bis jetzt ist hier noch nichts passiert. Ich weiß nicht ganz warum. Unreachable. Okay, hier gibt's also irgendein Problem. Kommen die durch die Tür nicht durch? Die ist doch auf Auto gestellt. Also normalerweise können sie die auch aufmachen, wenn die keine Energie hat, die Tür. Okay, die hat aber eigentlich Energie. Nee, hat sie nicht. Unsere Stromkabelverbindung wurde unterbrochen. Boah, das muss aber schon ewig lange so sein. Ich habe doch gar nichts geändert. Das wundert mich jetzt so ein bisschen. Verbinden wir das mal wieder. Also das Ding ist schon uralt. Ich weiß nicht, warum hier das Stromkabel jetzt nicht mehr verbunden war. Fragt mich nicht. Ich habe hier wirklich nichts geändert. Vielleicht war das hier unten irgendwo. Aber hier habe ich es auch nicht verbunden. Na gut. Egal, jetzt ist es wieder verbunden. Okay. Manchmal passieren komische Sachen. Und ich weiß im Moment noch nicht, warum sie... Okay, hier fehlt eine Leiter, deswegen kommen sie da nicht runter. Das macht Sinn. Bauen wir da mal eine Leiter rein? Ja, bauen wir einfach eine Leiter rein. Ist die einfachste Lösung. Bauen hier Teils drüber, dann sieht es nicht so unschön aus. Dann kommen sie da jetzt auch runter und kümmern sich drum. Dann können wir direkt die ganzen Pafts heißen die, ausgraben. So. Ja, können wir eigentlich direkt... Ich mache einfach Priorität 5 und lass die komplett runtergraben. Das ist, glaube ich, eine gute Sache. So, da hat es wieder geleckt. So. Und den anderen Paft holen wir dann auch raus. Wie machen wir das am schlauesten? Ja, ich werde hier überall Zwischenböden reinziehen. Wir hauen das alles raus, weil das ganz viel Schleim ist. Und Schleim ist gut. Schleim nehmen wir. So. Alle vier, also immer in Viererabständen, mache ich diese Zwischenböden. So, dass die hier ganz bequem alles raushauen können. So. Und dann ist der Paft auch schon frei. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Schleimproduktion. Und das sorgt dann natürlich für Algen, die wir dringend brauchen. Ja, und wir brauchen auch dringend das Wasser da unten. Da sollten sie sich jetzt echt mal beeilen. Priorität ist auf 6, also die machen das jetzt, denke ich, alles. Ist einfach nur eine Frage der Zeit. Wie immer. Okay. Gut. Ich behalte die Krankheiten immer noch so ein bisschen im Auge, aber die verschwinden eigentlich immer ganz gechillt. Da muss man sich gar nicht weiter drum kümmern. Ich habe jetzt auch keine weiteren Placebo-Pills mehr gebaut. Ich denke, die braucht man auch nicht. Die Krankheiten, die verschwinden einfach mit der Zeit. Die sind dann weich und krank und dann ist wieder gut. Ja, da geht's schon wieder los. Einer hat sich hier irgendwie eingesperrt. Der ist fast verhungert. Starvation. Der ist jetzt hier oben am Futtern. Also alles gut. Der andere ist Bad Beyond Reach. Im Moment noch alles in Ordnung. Der hat sich hier irgendwie hingestellt, hat hier unten alles abgebaut. Und dann sind die Kollegen gekommen, haben noch mehr abgebaut. Und jetzt steht er hier auf dieser Säule und kommt da nicht mehr runter. Das ist so ein Problem, das hat man öfter. Total witzig, aber auch super gefährlich für die Leute. So, priorisieren. Ich vergesse immer zu priorisieren, deswegen mache ich das eigentlich immer nachträglich. Hohe Priorität. Ich hoffe, die retten den jetzt gleich. Im Moment ist noch alles in Ordnung. So, jetzt kann er darüber springen. Also immer gut aufpassen. Ich habe es hier die meiste Zeit auf voller Geschwindigkeit laufen. Und wenn man dann eine Sekunde nicht aufpasst, dann sind sie schon wieder verhungert. Der eine Paft, ich nenne die immer Tafts, ich weiß nicht warum. Der ist jetzt hier oben. Und da sammelt sich schon wieder ein bisschen Hydrogen. Also da müssen wir ein Auge drauf haben. Aber im Moment geht's ihm gut da oben. Der atmet da dieses Contaminated Oxygen und spuckt immer Schleim aus. Und ja, wir haben unglaublich viel verseuchte Luft überall. Ich weiß nicht wieso. Also, wir haben praktisch nur noch verseuchte Luft. Ich kann mir nicht erklären, wo das herkommt. Also, bestimmt von diesen Distillern hier teilweise, ne? Ich könnte die natürlich mal so ein bisschen einsperren. Vielleicht machen wir das mal. Machen wir hier so eine Tür rein. Und hier auch. Mal gucken, ob das irgendwas bringt. Ansonsten
weiß ich im Moment nicht so recht, wo das eigentlich herkommt. Also uns ist ja wirklich das gesamte Gebiet ist verseucht und das Einzige, was hier so böse Dämpfe abgibt, sind eigentlich die Geräte hier. Und der Komposthaufen vielleicht noch. Und ansonsten nichts, weil der Schleim ist hier gespeichert. Das ist eine ganze Box voll Schleim. Wir haben jetzt 16.000 Schleim, deswegen baue ich hier mal noch so eine Anlage mit dazu. So, wo wollen wir hier jetzt prioritize? War der Plan. So. Dann setze ich das alles auf 7. Ne, alles auf 6. Da sind jetzt die Geräte auch mit dabei, die sollen nicht so hoch priorisiert sein. 6 reicht vollkommen aus. Dann haben die immer genug Zeug, was sie brauchen. Also sie brauchen ja immer Schleim, müssen immer mit Schleim versorgt werden, damit sie hier Algen herstellen können. Und mit Priorität 6 haben sie eigentlich immer genug. Das ist dann kein Problem mehr. Priorität 6 ist das, was gemacht wird. 5 ist das, was liegen bleibt. Also, passt. Temperaturen? Ja, in Ordnung. Hier wird es halt immer richtig heiß, bis 40 Grad hoch. Die haben sich komischerweise noch nie über Temperaturen beschwert, also 40 Grad sind wohl noch in Ordnung. Futter sieht immer noch gut aus, aber wir brauchen langsam so ein bisschen mehr. Also man sieht, wir haben 130.000 Kalorien und das Einzige, was wir abbauen könnten, wäre das da unten. Können wir mal machen. Das müssen wir so ein bisschen im Auge behalten. Aber sieht eigentlich ganz gut aus. Die wachsen jetzt auch langsam wieder aus. Müssen wir mal total drauf achten. Ansonsten, das Einzige, was wir halt nicht haben, sind Algen. Alles andere sieht gut aus. 75 Seeds ist, glaube ich, auch eine ganz gute Anzahl. Hier drüben gibt es auch noch Seeds. Genau, hier wachsen Pflanzen. Das ist ganz interessant. Bristlebriar. Also, wir haben ganz wenige Bristlebriars, glaube ich. Okay, Mugroots. Das ist ganz cool, dass es da noch so ein paar Pflanzen gibt außerhalb. Meistens gibt es sie nur in der Mitte, ansonsten habe ich die noch nie gesehen eigentlich. So, das ist der andere Paft. Der ist da oben. Ja, dem geht's gut. Hydrogen. Da werde ich noch ein bisschen ausgraben hier, damit der immer gut Luft hat. Das ist super wichtig. Der soll nicht wieder sterben. Und da bin ich wieder und wir haben ein ernsthaftes Problem. Wir haben keinen Sand mehr. Unser Filtration Medium ist verloren gegangen. Und ich bin hier so am Abbauen. Ich denke, das müsste alles so Sandstone sein und so. Ich glaube, da kommt Sand raus aus dem Sandstone. Ich hoffe es. Auf jeden Fall habe ich mal alle Air-Deodorizer abgebaut, weil Sand eine ultra wichtige Ressource ist. Ohne Sand laufen unsere Wasserreinigungsgeräte nicht. Unsere Biodistiller brauchen, glaube ich, keinen Sand, ne? Die Dinger brauchen auf jeden Fall Sand, Filtration Medium. Das heißt, wir haben kein sauberes Wasser mehr, wenn die verloren gehen. Und das wäre super mies. Deswegen verwenden wir das jetzt nur noch für diese Wasserreinigungsgeräte, Water Purifier. Und ich hoffe, dass wir irgendwo noch Sand finden können. Das ist auch Sandstone. Das können wir auch mal alles wegbaggern. Was ist das? Sand, okay. Das ist jetzt, das ist richtiger Sand. Dann machen wir das vielleicht so, dass wir. Ich glaube, das Wasser tropft da durch, wenn ich das weiter aufmache. Na gut, dann müssen wir das anders machen. Wir müssen den Sand da rausholen. Die kostbarste Ressource der Welt. Sand. Machen wir das mal so. Und so. Die Leiter unten nehmen wir raus. Das machen wir dann dicht. Und dann lassen wir das Wasser einfach hier runter tropfen. Eine Ebene tiefer. Macht ja nichts. Muss ich die Pumpe halt umbauen. Aber wir können den Sand da auf jeden Fall rausholen. Da oben ist auch noch ein bisschen Sand. Den müssen wir auf jeden Fall auch noch holen. Eieiei. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir an Sand scheitern. Da hatten wir eigentlich immer genug, bis ich so viele Air-Deodorizer hingestellt habe. Und die haben den ganzen Sand dann weggeblasen. Und es hat nichts gebracht. Also gar nichts. Hier standen mehrere. Ich weiß nicht, ob das alles veratmet ist schon wieder. Hier drin hatten wir ja Dutzende stehen. Trotzdem ist die Luft da ziemlich mies. Naja. Hydrogen haben wir ein bisschen was, läuft ein bisschen. Ansonsten, wir haben ein bisschen Stress jetzt wieder. Also, wir müssen halt einfach so weit laufen, dass der Stress da eigentlich gar nicht ausbleibt. Ich habe den Air Scrubber ein bisschen nach unten verlagert. Und ja, das wollte ich alles ausbaggern hier. Aber es ist nirgendwo Sand. Phosphorit. Ich weiß nicht, was diese dunklen Blasen sind. Das werden wir dann noch rausfinden. Also diese roten Blasen hier. Das ist ziemlich heiß. Das ist das Einzige, was ich weiß. Vielleicht zeigt das einfach Hitze an. Hier haben wir das auch. Da sind zum Beispiel wieder Algen, die können wir uns holen. Ist auch wieder ziemlich viel Chlorin.
Und hier drüben, ja, hier habe ich runtergebaut wegen. Genau, hier haben wir Wasser rausgeholt und so. Da gibt es auch interessante Ressourcen, aber keinen Sand. Da unten wird es wieder warm. Da ist das Wasser aus. Ist im Prinzip egal, erstmal, weil wir keinen Sand haben. Und ohne Sand können wir das sowieso nicht reinigen. Filtration Medium fehlt. Die beiden Pafts sind verschwunden. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe hier extra so Gas Permeable Tiles hingebaut, damit hier das Hydrogen rausgeht. Und die hier schönes kontaminiertes Oxygen haben zum Futtern. Und die sind irgendwie verschollen. Ich weiß nicht, ob die noch irgendwo in der Base unterwegs sind, aber ich denke nicht. Die können eigentlich nicht ausgebrochen sein. Die kommen ja durch die Fliesen nicht durch. Also fragt mich nicht, was da passiert ist. Die sind einfach verschollen. Ich habe nicht gesehen, was mit denen passiert ist. Na gut, da war ich dabei, das hier rauszubaggern. Aber wir haben jede Menge Schleim und keinen Sand. Das ist halt. Ja, Sand brauchen wir auch nicht. Ich denke immer, wir brauchen Sand dafür hier. Brauchen wir aber, glaube ich, gar nicht. Wir brauchen einfach nur Wasser. Nee, brauchen wir auch nicht. Wir brauchen nur Energie und Schleim. Und dann kommt Wasser raus. So. Ja, Stresslevel ist ziemlich hoch gerade. Der macht wieder irgendwas kaputt. Ich bin so ein bisschen ratlos. Ich habe keine Ahnung, was wir da machen sollen. Vielleicht habt ihr da eine Idee, was wir machen, wenn wir keinen Sand mehr haben, weil hier gibt's, glaube ich, den Sand gab es nur in der Mitte, da wo wir gestartet sind, in dem Anfangsgebiet. Hier außen gibt es nirgendwo Sand. Und ohne Sand kein sauberes Wasser. Ohne sauberes Wasser kein Sauerstoff. Und was brauchen wir eigentlich für den Air Scrubber? Nur Wasser, ne? Ja, und ohne sauberes Wasser können wir auch den Kohlenstoffdioxid nicht mehr entfernen. Das heißt, ohne sauberes Wasser ist einfach alles instant vorbei. Ich denke, wenn uns das Wasser ausgeht, dann halten wir nur noch drei Cycles durch oder so. Dann ist die Luft so schlecht, dass wir hier sterben. Also das ist super schlecht. Mal gucken, wie wir das machen. Ich werde hier auf jeden Fall den Sand rausholen. Ansonsten hat sich jetzt nicht viel Interessantes getan, denke ich. Ich habe euch, glaube ich, alles gezeigt, was hier so läuft. Hier steht wieder eine Pumpe drin. Da haben wir zum Beispiel noch ein bisschen Sand. Also, jetzt haben wir wieder ein bisschen 900 Kilo? So viel? Okay. 1000? Nice. Also, die holen hier ein bisschen Sand raus, auf jeden Fall. Wir kommen noch ein bisschen durch. Aber ich denke, das hier ist das letzte Sandvorkommen, was wir haben. Das da und das hier im Wasser. Und dann? Was machen wir dann? Das ist noch Bleachstone, aber kein Sand. Hier ist noch ein bisschen was. Granit. Sand! Oh, das müssen wir uns holen. Na gut. Wir sind bis Cycle 208 gekommen. Ich denke mal, das ist schon ein ganz gutes Resultat. Ich bin gespannt, wie es nächste Episode weitergeht. Ich denke, der Sandengpass wird uns irgendwann das Genick brechen. Aber bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Mal sehen, was wir hier noch alles erreichen können, bis es dann soweit ist. Okay, ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen und ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst mir ein Like da. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Danke euch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.